Was geht ab? Willkommen bei einer neuen Folge von Wer ist der Food Imposter? Wir haben 5 Köche, während 4 davon richtige Köche sind und versuchen das Essen lecker zu machen. Einer davon ist aber der Food Imposter, der versucht das Essen zu sabotieren, damit es eklig schmeckt. Und damit viel Spaß beim Video. Zuerst wird wieder der Food Imposter bestimmt. Der Food Imposter öffnet jetzt die Augen. Jetzt können alle die Augen öffnen und wir fangen an mit dem ersten Schritt. Let's go, ich bin der Erste. Diesmal kein Imposter. Schade, weil ich habe mit denen eigentlich noch eine Rechnung offen und muss das einmal als Imposter schaffen. Jetzt darf ich wieder die Richtung bestimmen. Und ganz kurz die 2 Regeln. Jeder darf nur einen Schritt machen und es darf nichts verschwendet werden. Das heißt, der Imposter muss es so verderben, dass es trotzdem noch genießbar ist. Ich würde sagen, wir nehmen einmal Halloumi. Kann man alles noch draus machen, aber Halloumi ist immer sehr, sehr lecker. Ich weiß nicht, ob die anderen irgendwas damit anfangen können. Ich werde den jetzt erstmal schneiden. Wir versuchen, jede Woche in eine andere Richtung zu gehen. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Halloumi und Grillkäse? Ich glaube, Halloumi ist Grillkäse, aber nicht jeder Grillkäse ist Halloumi. War das jetzt schon ein Schritt? Halloumi schneiden? Was hast du denn noch vor? Ihn anbraten eigentlich, aber... Ja, eigentlich ist das schon ein Schritt. Ganz einfach starten wir mit Halloumi. Ich bin mal gespannt, ob der Nächste was damit anfangen kann. Next. Ja, das bin ich. Hast du diesmal was gemacht, was vielleicht nicht so immer anfängt? Ja, ich habe diesmal was anderes gemacht. Wollt mal der Imposter ein bisschen. Hallo. Was kannst du Halloumi geschnitten? Ich will heute mal nichts mit Blätterteig. Ich will heute mal nichts Basic-mäßiges. Ja, wir brauchen was Spezielles. Ja, der Anfang ist immer schwierig. Ja, man muss nochmal gucken, was kann man machen. Aber Halloumi muss ja auch eigentlich angebraten werden, ne? Halloumi muss man braten, ne? Eigentlich ja. Warte mal, heißt es Halloumi oder heißt es Halloumi? Halloumi. Okay. Ja, gut, dann hätte halt auch Bock auf Reis. Ich liebe einfach Reis. Ja. Kannst du mir auch einen? Was denn? Das super duper leckere Holy-Getränk? Ja, das super duper duper leckere Holy. Das super duper leckere Holy schenke ich dir gerne ein. Mit Elektrolyten, Mineralien. Super gesund. Mit dem Code OSCAR5 oder OSCAR spart ihr am meisten. Link ist in der Videobeschreibung. Heute zeige ich euch, wie man Reis richtig kocht. Das Wichtige am Reis ist nicht, ihn einfach in den Topf zu füllen, sondern ihr müsst ihn auch vorher waschen. Ich mache jetzt hier erstmal den Reis rein. So, aber schon viel, ne? Wir sind ja auch viele Leute, ne? Ja, komm. Jetzt wirklich schön kaltes Wasser nehmen, den Reis umrühren und jetzt knetet man den und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es seht, es wird so milchig auch schon, das Wasser, ne? Ja. Also zum einen löst sich ja hier Stärke und zum anderen, wir den halt auch einfach sauber, ne? Nur die Sache ist, ich stelle den Reis jetzt an, aber keiner weiß, wie man den kocht. Und du weißt es. Und jetzt stelle ich das hier auf die Herdflamme. Darf ich das noch? Ja, ja, mach mich noch an. Dann ist es schwer. Was hast du gemacht? Ich habe mich geschnitten. Echt? Ja, hier. Ich habe mich geschnitten und ich habe meinen Schritt ein bisschen ausgekippt. Aber werden wir gleich sehen. Geh schon mal. Ah ja. Mann, ich habe eigentlich keinen Imposter zu sein. Premiere. Das Gute ist, da ich nicht kochen kann, muss ich eigentlich nur so normal kochen. Das ist schon Imposter-mäßig genug. Hier ist ja der Käse, Reis, Eis, Salz. Mann, ja. Ich packe gleich den Salz hier, wenn es auffällig ist. Aber ich pack was anderes Weißes rein. Ah, was denn? Ich weiß ja jetzt, was du gemacht hast und ich finde es gut, dass es nicht mal das ist, was man denkt, was es ist. Danke. Oder ist ich jetzt nicht genau, weil er meinte, irgendwie hat irgendwas gemacht, was alles offen ist. Ja, aber jeder, der Oscar kennt, weiß, normalerweise wäre es jetzt einfach... Du bist ein Poster. Du bist doch ein Poster. Du bist doch heute schlechte Schwitze, ja. Was nimmst du stattdessen? Ich nehme stattdessen Mandelmus. Das sollte man ja nicht checken. Glaubst du, das riecht man? Nee, der riecht noch nichts. Der ist ja gut. Bisschen mehr. Fällt ja nicht auf, oder? Nee. Bisschen mehr. Das wird funny. Junge, was dachtest du, als du es gelesen hast? Du bist es. Oh nein, gar kein Glück. Gar kein Wort mehr. Ich hasse, weil ich kann nicht lügen. Nee, ich schlechter Lügner. Ich versuche einfach, so unauffällig wie möglich zu sein. Okay, warte, bevor du gehst, wenn du willst, dass die denken sollen, wird es gesalzt, dann musst du schon so tun, als hättest du so ein bisschen verschüttelt. Weil Steven guckt immer so, ob da irgendwie, also so. Kann ja auch echt ein bisschen rein. Ja, okay, das ist so, ja, okay. Genau. Jetzt weiß man, er hat wirklich was gemacht. Genau. 10 Jahre später. Das hast du so lange gebraucht, Mann. Ihr müsst ja auch bedenken, ich kann nicht kochen, ne? Also ich weiß immer gar nicht, was man mit diesen Sachen machen soll, die da sind. Hast du schon einen Imposter-Move gesehen? Nein. Moin. Moin. Sehr geehrte Damen und Herren, wer macht den Reis auf Stufe 12? Das brennt ja schon fast an. Wer macht, das ist safe, ein Imposter-Move. Das ist ein Imposter-Move. Reis anbrennen lassen ist sowas von einem Imposter-Move und nicht Bescheid sagen, dass ich mich beeilen soll. Oben wurde nämlich nicht Bescheid gesagt, dass ich mich beeilen soll. Selbst wenn es kein Imposter-Move war, war es richtig schlecht. Kommen wir mal zu meinem Move. Zu deinem eigentlichen Schritt. Schafskäse? Ist das Schafskäse? Und hast du es in eine Richtung gelenkt? Oder? Nein, ich bin nicht der Lenker, weil ich nicht kochen kann.
Ich mache immer nur so diese Zusatzsachen. Einfach irgendwas reinschmeißen. Coconut Milk. Das Problem an Kokosmilch ist, Freunde, warum ich nicht Kokosmilch nehme, ist, ich habe keine Ahnung, wie man das zubereitet. Dann hole ich ein Fenchel. Also soll das am Ende einfach Kokoscurry mit Reis. Die Idee ist erstmal nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ja, dann köcheln wir das hier ein bisschen mal auf. Habe es schon durch, okay. Ah, ich verabschiede mich. Na gut. Milch reingemacht, fertig aus. Also, jetzt bin ich gespannt. Sieht lecker aus. Richtung gelenkt. Wohl irgendeiner von euch ist ein Übeltäter, weil er nicht Bescheid gesagt hat, dass ich mich beeilen soll. Oh, ich hätte du hättest ja, es sagen ja, sollen. Okay, dann muss ich. Weil es ist einfach, du musst dich nicht mehr beeilen. Da bin ich. Hey, Andy. So, was ist denn hier? Ich bin froh, dass ich kein Imposter bin heute. Ja. Oh, lecker. Das ist Halloumi? Okay. Boah, der ist ganz schön matschig. Mhm. Und oha, der ist richtig angebrannt. Oh, jetzt ist er wirklich angebrannt. Boah, stinkt das. Bist du da im Wasser? Nein. Aber warum auf Stufe 13? Wenn du eben gerade sagst, Induktion ist... Ja, weil es mir jetzt auch eingefallen ist, weil du es gesagt hast. Und es macht es irgendwie Sinn, auch nicht gelassen. Also, Digga, ich habe zu Hause keine Induktion. Ich habe Saulust auf die Maultaschen, das ist halt das Problem. Oh. Okay, ich schmeiß einfach die da rein. Okay. Echt lecker. Aber ich glaube, jemand könnte denken, dass das ein Imposter-Move ist. Ja, aber es ist nicht. Aber es ist ja lustig. So, bis später. Ich hatte Lust auf eine Sache, deswegen habe ich die auch mit. Oh, wenn ich hier auf Sachen Lust hatte. Ich hatte Lust auf eine Sache. Okay. Es riegt nach Popcorn hier. Mein Halloumi liegt immer noch. Ja. Yeah. Nichts passiert. Maultaschen mit Milch und Reis? Verbrannter Reis. Ja. Das könnte der Imposter gemacht haben. Steven hat es auf jemanden geschoben. Okay. Das könnte es aber selber gewesen sein. Also denke ich, Arman oder Steven, also die beiden Mittleren, könnten der Imposter sein. Auf jeden Fall wird es ein außergewöhnliches Rezept. Ja. Ich drehe die einfach mal um, aber zähle das noch nicht als Schritt. Junge Asis, warum hat das sich aufgehalten, Mann? Das ist anbrennen. Aber es ist nicht sein Job. Das ist nicht mein Job. Aber oder noch... er hat seinen Move wieder eingebracht und hat es hochgedreht. Oder wo der Halloumi hier nur rumliegt, würde ich sagen, kommt er jetzt als nächstes in die Pfanne. Ohne Öl, weil sonst wäre es ja noch ein Schritt. Ja, ich versuch's mal so. Vielleicht macht ja jemand Öl rüber, dass wir hier nicht noch was Verbranntes haben. Okay. Ja, das ist mein Schritt. Bis zur nächsten Runde. Ich glaube, das war der Imposter. Safe, ne? Was? Das eine ist kaputt, sozusagen. Was? Ja, tot. Kaputt. Aber es kann auch eine Dummheit gewesen sein. Du meinst das, was angebrannt ist? Das war, da, muss ich das ehrlich sagen? Wusste ich nicht. Das war so schön. Digga, die haben das verkackt. Und die denken da oben, ich bin der Imposter. Und jetzt haben die hier Sahne mit Maul gemacht. Was für eine Kacke. Schau dir mal deinen Reis bitte an, ganz unten. Wie schnell ist der gekocht, bitte? Also nur unten ist es ja, verbrannt. Nur unten ist es denn verbrannt? Ja, unten ist es war schon ein bisschen verbrannt, ja. Ja, das ist okay noch, aber. Wieso braten wir eigentlich zwei Sachen gleichzeitig? Kein. Und dann regen die sich oben auf. Boah, ja, Stufe 13. Hier brät halt irgendwie auf Stufe 12. Also ich mach jetzt gerade, das ist jetzt nicht mein Schritt, sondern ich will halt einfach nur nicht, dass es verbrennt, deswegen. Dass man das retten darf, das ist noch kein Schritt. Also keine Zutaten nennen, das ist auch noch eine Regel. Hier oben zumindest nicht. Und ich weiß auch nicht, ob man verbrannt ist. Mandy hat immer eine Zutat sagenfrei. Jetzt ist mein nächster Schritt. Einfach, weil ich keinen Bock habe, dass das Essen schlecht schmeckt. Ich werde jetzt hier Pesto nehmen, aber das ist halt leider Basilikum, Zitrone. Aber ich will halt einfach die Kokosmilch damit würzen, damit das wenigstens noch was schmeckt, ne? Ja, das wird schon gut sein. Ich weiß nicht, wer die Kokosmilch genommen hat, aber eigentlich, wenn du die Sahne genommen hättest, dann hättest du, Sahne ist ja eine richtig geile Base und dadurch, dass sie so fettig ist, könntest du natürlich mit dem Pesto, hättest du eine richtig geile Soße gehabt. Das wäre geil, Sahne-Pesto ist schon geil. Jetzt mit Kokosmilch weiß ich nicht. Ah, ja. Und Maultaschen werden auch nicht rein. Also ich finde, das ist schon ein Imposter-Move, Maultaschen und Kokosmilch zu machen. Ah, gut. Ich bin hoch. Gerettet? Was für gerettet? Ich habe die Schritte abgezählt und ich schwöre, entweder bist du Imposter oder du. Was habt ihr denn da gemacht? Was soll denn das? Spielt mir so in die Karten, dass das angebrannt ist. Ja, Mann. Wir diskutieren die ganze Zeit. Ey, die denken jetzt, Dodo war es. Richtig geil. Die denken, er hat das extra auf, wie heißt das, auf volle Stufe gemacht. Es sind aber einige Sachen passiert, wo die Leute denken, dass das ein Imposter-Move war. Ja. Obwohl du es gar nicht warst. Das kann ich jetzt noch mit Imposter-mäßiges machen. Also das am besten kann man halt immer so mit Gewürzen und sowas machen, ne? Das ist immer der Kardamom, ne? Ja, der ist auch im Gewürzeschrank. Weil das, sobald ich das esse, das ist sofort verdorben. Ich muss sagen, bisher fand ich jedes Gericht lecker. Muss ich auch. Geschmacksknospen. Aber weil ich solche außergewöhnlichen Kombinationen liebe. Weil ich mich kontrolliere. Das machen, oder? Ja, der Imposter hat immer ein, zwei extra Regeln, ja. Kannst auch Honig halten, wenn du willst. Aufgeschissen. Ja, das kannst du gleich rühren, das ist kein Problem. Das ist einfach kein Problem. Ich muss gleich irgendwas machen, dass wir wissen, okay, ich habe was gemacht. Guck mal, ich mache jetzt noch Tomaten schneide ich, weil das ist okay.
Boah, krank, wie scharf sind die? Wie geht das? Schon Angst, mich zu schneiden. Das ist so satisfying. Ja, ne? Und reicht das erst für die Steps? Ja, ist klar. Gucken wir mal, ja. Mir fehlt auch ein Schritt. Ich weiß, was du gemacht hast. Ekelhaft, ne? Sicher? Ekelhaft, nein. Ist okay? Yes, oder meinte ekelhaft? Mein Arman! Was laberst du für eine Sch... Ja. Oskar hat auch gesagt, dass das ekelhaft ist. Hast du mal gesehen, was es ist? Du verwechselst das gerade. Nicht ekelhaft, aber... Das ist ekelhaft. Das, so nicht. Das macht man so nicht. Steven. Oh. Moin. Bisschen klein. Ni hao. Ni hao. Ich sehe schon, du wirst unglücklich sein. Digga, so dumm. Und was soll das? Also... Okay, ja, das köchelt jetzt mal vor sich hin. Aber da ist Pesto drin. Ich hasse Pesto. Und das riecht wieder so nach irgendwas. Weiß ich nicht. Könnte ja schon fast fertig sein. Ey, ich will, dass du einmal in einer Folge zufrieden bist. Nee. Ich glaube, das geht nur, wenn ich in Pasta bin. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Hm. Ich weiß nicht, was ich hier hinzufügen könnte von dem hier. Ist das Mozzarella oder Schafskäse? Ist Schafskäse und Mozzarella das gleiche? Nee. Oh, das war auf jeden Fall nicht mein Move. Okay, das, was du gemacht hast, ist... geil. Aber ich weiß nicht, was man daraus macht, tatsächlich. Ich bin wirklich überfordert. Ich sag euch ganz ehrlich. Heute das Gericht ist fertig und ich wüsste halt nicht, was ich dazu tun könnte. Vielleicht noch würzen oder noch ein Gemüse? Ja, ich würz. Ich würz. Bestimmt hat niemand beim Reis Salz. Warte mal. Ein bisschen Salz hier. Boah, nee, mit unten. Also der Imposter, wirklich heute diese Folge, 10 von 10. Geisteskrank. Ich wünschte, ich wäre es gewesen. So ein bisschen verbrannt da ganz unten. Verbrannt? Verkackt? Und sinnlos in einem. Ich sehe einfach alles. Das passt halt auch null zusammen, alles, ne? Das passt null zusammen. Die haben zweimal eine Base. Ich hab keinen Bock. Ich bin genervt. Ich bin sauer und ich will es auch nicht probieren. Ich bin ehrlich, ich habe offiziell keinen Bock auf das Gericht. Es ist sowas von verkackt. Also der Imposter ist richtig gut diesmal, auch wenn er vielleicht nicht gut sein will. Nein, der ist nicht gut. Also, guck mal, es ist eine Flüssigkeit in etwas anderem drin, was nicht zusammenpasst. Ja, okay? Richtig. Und das ist ein Imposter-Move. Ja, aber ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Steven hat mir gerade schlechte Laune gemacht. Er meinte, er hat keinen Bock auf das Gericht. Ja. Was ist hier heute los? Ja, das fragen wir uns auch. Ey, der Halloumi klebt ja jetzt hier an der Pfanne fest. Alter. Das klingt ja richtig. Oh Mann, wer hat das denn gemacht? Ich hätte schon eine Idee, ja? Aber dafür bräuchte ich mindestens zwei Schritte, weil den Halloumi würde ich zum Beispiel auf jeden Fall in den Kontaktgrill hauen, damit der schön knusprig wird. Also nicht in der Pfanne. Und was machen? Jetzt kommt jetzt hier rein, ne? Ja. Ich glaube, das ist das erste Mal, seit wir Food Imposter spielen, dass das Gericht nicht schmecken wird. Oh, dass es in keine richtige Richtung geht. Oh. Vielleicht kann man es irgendwie noch retten. Was ist denn heute los? Haben wir mehrere? Ich weiß nicht. Also okay, die Tomate passt auch. Die würde ich auch da reinschmeißen. Ja. Achso, die willst du machen? Die würde ich auch da rein tun, ja. Ja, komm, mach das. Ich meine, sonst wären wir nie fertig. Also, ja. Also es sind auf jeden Fall ein paar Aktionen gewesen, wo man denken könnte, dass das der Imposter war. Obwohl es nicht der Imposter war. Aber wir retten jetzt zumindest den Halloumi. Ich glaube, ich packe den schon mal rein. Der ist jetzt schon ultra trocken. Ja. Ich hoffe, das geht noch. Ich will es nicht aussprechen. Ich gebe jetzt einfach mal eine Vermutung ab. Ich habe fast wieder die Vermutung, dass es Oskar ist. Okay, okay. Aber ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt und ich hoffe, dass wir den jetzt noch retten können. Stimmt. So, jetzt habe ich genug gelabert. Yes. Und jetzt verziehe ich ihn wieder. Okay, danke. So, also Oskar muss sich ein bisschen beeilen. Jetzt nicht so doll, aber schon ein bisschen. Ich musste eine Sache retten. Hä? Warte mal, wir haben gerade herausgefunden, dass du etwas in etwas reingemacht hast, was dich da reingehört. Ich habe gar keine Ahnung, wer es ist. Ich frage mich immer, wie die mal rausfinden, dass ich lüge. Ich könnte anhand, wie die sich verhalten, nicht erkennen, wer lügt. Ich hatte doch den Halloumi in der Pfanne gebraucht. Ja. Warum brät er jetzt auf einmal hier? Der ist jetzt hier gelandet. Oh, der sieht schlecht aus. Kann man so lassen. Okay, was ist jetzt mein Sch... Eigentlich ist das ja schon fast ein fertiges Gericht. Da ist bestimmt irgendwas drin, was ich nicht probieren darf. Man darf nicht probieren, das ist auch noch eine Regel. Kennt ihr aus den letzten Videos? Die haben gerade gesagt, dass sie gedacht haben, dass was trocken ist, fängt mit M an. Aber es fängt mit H an. Ja, genau. Genau. Und er sagt, es fängt mit SCH an. Was ist das denn mit SCH? Guck mal, was redet er denn? Das finde ich jetzt noch schwer. Das war was meint er denn? Meh. So. Wegen Gemüse? Ja, irgendwas Gemüsemäßiges. Ja. Zum Beispiel Frühlingszwiebeln. Ja, einfach rein. Bisher waren alle auch richtig begeistert über die Messer. Das freut uns natürlich. Das ist ein guter Step, würde ich sagen. Mal gucken, ob es noch
Spiel weitergeht oder nicht, aber ich erkenne den Impostor-Move jetzt nicht auf Anhieb. Ich glaube, da könnte irgendwas drin sein. Das ist für mich schwierig zuzuordnen. Na gut. Schaffen wir. Ja, einfach. Ich freue mich, wenn du weg bist, darüber geredet. Über was? Ja, über was das Video ist. Was das andere ist. Das sind wir dachten jetzt etwas, ist was anderes, als es ist. Ich weiß nicht, ob ihr das meint, aber wenn ihr das meint, dann habe ich das ja gemacht. Das ist, was die gegenteilige Farbe von mir hat. Jedes Mal, wenn ich in diese Küche komme, habe ich Angst. Okay, diese Tomaten drin, finde ich persönlich verkehrt. Wo ist der Halloumi? Oh, krass. Das war mal ein vernünftiger Move. Das sieht echt nicht schlecht aus jetzt. Krass. Ja. Krass. Ich würde jetzt gerne Proteinquellen hier rein. Es gibt noch Hack im Kühlschrank, falls es. Oder. Nochmal fass ich nicht auf dich rein. Ich bin kein Impostor. Das wär's ein Impostor. Ich glaube, einer von denen bisher. Echt? Nein, ich hab's gerettet. Aber ich bin ratlos, weil ich weiß auch gar nicht, ihr überfordert mich diese Runde, weil ich kann nichts machen. Davor wusste ich immer, was für ein Gericht das wird. Ja. Und jetzt denke ich, was soll ich noch machen? Ich check das auch nicht. Hast du was? Ich hab was. Oh yeah. Oh yeah. Damit kann man das nämlich nochmal, glaube ich, richtig geil finden. Geil, Mann. Ich mach mal Stufe 10 diesmal, nicht so heiß. Weil ich habe das schon zweimal verkackt. Und man muss natürlich wie immer übertreiben. Ein übertrieben, überscharfes Messer nehmen. Ja. Ne? Macht es bitte nicht nach zu Hause. Ne? Das dient alles nur zur Unterhaltung. Und wir sind Profis, wir schneiden uns auch nicht. Jetzt schneidet man hier ganz zart rein. Ne? Ja, Mann. Oh yes. Und macht es dann so. Okay. Arrivederci. Muss ich mich beeilen? Ja, aber ich muss hören, was du sagst. Man hätte es jetzt anrichten können, wollte er sagen. Hätte man anrichten können. Ich habe es jetzt aber noch... Was ist gepimpt? Durch Zufall, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das würde viel, also es wird viel Geschmack in etwas reinbringen, wo ich nicht weiß, wie gut das Gewürz ist. So. Oh, Garnier. Nice. Hast du mein Dings gefunden? Hier. Mmh. Boah, diese Kerne, die sind zu... Die sind zu krass. Boah, das ist auch schön. Was denn? Was ist das? Königskümmel. Königskümmel. Okay. Ist das Olivenöl oder? Schwarzkümmel. Ach so. Ich nehme das. Schwarzkümmel. Oder Essig. Boah, ey, das Essig ist schon sehr stark. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe noch keine Ahnung, wer es sein könnte. Also entweder spielt ihr heute alle gut. Ich habe eben eine Vermutung abgegeben, aber die will ich noch nicht laut aussprechen. Es roch halt so nach so Gewürzen, aber Armin braucht auch verdächtig lange. Und der macht halt jetzt so diese Schiene, er kann halt nicht kochen. Ich mache jetzt Öl erstmal rein. Ich stelle es hier dann auch so auffällig hin. Und auf jeden Fall ein bisschen Essig. Ja. Erstmal ein bisschen Öl. Ja, das ist schon mal gut. Guck mal, jetzt grillt das wenigstens auch. Das Gute ist, der Geruch von den Garnelen ist so intensiv. Stimmt. Man riecht da eigentlich nichts anderes. Nee, stimmt. Mach mal ein bisschen Essig rein. Ach, oh, yes. Ein bisschen Kümmel. Ja, ich kann das jetzt auch gleich drin. Geh mal ein bisschen runter und voraufhängig. Ja. Okay. Oh Mann, das ist armer. War gut. Danke. Das war eine gute Ergänzung von dir. Wenn du das warst und ich habe was hinzugefügt, was gefehlt hat, würde ich sagen. Ja, das aber jetzt, ist es denn, ich hätte es nicht machen können. Ist es denn jetzt fertig? Geh runter. Ich glaube, du musst runter. Ja, du musst, du musst echt runter. Ich weiß nicht, ob geh runter jetzt. Schnell. Ob das schon fertig ist. Also ich würde jetzt schnell, wirklich schnell runtergehen, weil sonst ist wieder Rätsel. Wurde benutzt, das ist okay. Garnelen, finde ich gut. Der Imposter hat sich auf jeden Fall unbemerkt gemacht. Ich weiß nicht ganz genau, wer das ist. Ich bin ehrlich, es ist richtig schwer. Es ist entweder Mandy oder Oscar oder Arman oder Dodo. Aber ich habe keine Ahnung. So ist es. So, ja. Was machst du jetzt? Ich will nichts machen. Bin ich ehrlich. Ich will nichts machen. Das ist ja potenziell jetzt die letzte Runde, oder? Denke ich auch. Es sind hier auch viele verschiedene Küchen, die aufeinandertreffen. Indisch, diesmal zentralafrikanisch, deutsch, polnisch. Aber er meint unten in deinem Gericht. Ich will es nicht. Du hast vorhin auch schon gesagt. Ich habe vorhin auch gesagt. Ich bin überfordert mit dem Gericht. Ich kann nichts machen, weil ich nicht weiß, was man machen muss. Hier sind bestimmt noch diese alten Gewürze aus 1997. Ja, Mann. Oh, egal. So. Ja, ich nehme sie mal zur Seite und ich bin sauer. Soll das irgendjemand anrichten? Der es kann, ich mach's nicht. Also, Freunde der Sonne, ich find's gut, was passiert ist, aber das ist noch lange kein Freifahrtschein. Was meinst du damit? Dass der Imposter das Gute gemacht hat, damit man denkt, er ist kein Imposter. So. Mal schauen, was hier so noch passiert. Ja, einiges. Garnelen? Okay, das passt. Die haben alle nie auch schon fertig.
Ja. Das sieht auch gut aus. Okay, ich würde sagen, ich richte das jetzt einfach an, oder? Machst du das schon wieder? Ja, ich richte das jetzt einfach an. Okay. Ich würde jetzt einfach die Frühlingszwiebeln da reinhauen. Das hier, ich würde jetzt auch gar nichts mehr hinzufügen. Ich würde jetzt alles zusammen machen. Einfach alles zusammen, okay. Ja, das machen wir auch. Oh, ich würde auch eigentlich ganz gerne. Ich habe noch eine Idee, was das alles kombiniert und zu einem Sinn ergibt. Blätterteig. Das war Spaß, weil Oskar doch so gerne Blätterteig ist. Packst du mir auch rein? Ja. Oh, okay. Guck mal, jetzt sieht das sogar wirklich gut aus. Das sieht echt gut aus. Ich habe mich gerade gefragt, ob man die Maultasche noch so schneiden soll. Aber schneiden? Oder nicht? Nee, ne? Kann man auch im Ganzen essen einfach, ne? Ja, okay. Doch, kann man auch im Ganzen essen. Also ich könnte die jetzt noch mal so klein machen. Zumindest halbieren. Ja, oh, stimmt, halbieren geht. Oder ich mache die einfach gerade ein bisschen klein. Hä? Irgendwie habe ich echt Lust auf das Gericht. Also jetzt? Aber ich frage mich, was hier verzapft wurde. Sieht doch gut aus. Ich finde das auch echt nicht schlecht. Ja, wirklich? Irgendwie. Also, die letzten 2-3 Folgen, da haben wir echt was Geiles gezaubert, fand ich. Ja, ich muss auch sagen, ich fand bisher alles lecker. Ja, so wirklich. Oh, das ist schon nicht schlecht. Ja, guck mal. Schön. Heute das Gefühl, dass das eine schnelle Runde war. Ich glaube, die anderen werden auch nicht damit rechnen, dass ich sie schon abhole. Es geht los. Konnte man noch gar nicht servieren, so richtig. Doch, doch. Ihr wisst, wenn das eine durch war, dann hätte man. Ihr wisst, was das heißt. Hallo, runter. Runde. So. Okay, das Buffet ist eröffnet. Oha, wie geil ist das denn eigentlich? Hä, Garnelen sind auch mit reingekommen. Ja. Also habe ich richtig geschätzt. Das sieht gar nicht aus wie. Ey, das riecht lecker. Voll. Das sieht so geil aus. Was Lab? Ey, das ist Real Talk. Das könnte von der Optik jetzt, ne? Von der Optik-Chat. Das könnte ein Gericht sein, was das Koch bekommt. Ja. Ich schwöre von der Optik. Also wir haben Löni, wir haben Garnelen. Und wo ist der Lachlöni? Wir haben keinen Lachlöni, aber wir haben Maultaschen. So. Wird das Ganze auf dem Kastanienbrett? Oh yes. Okay, also Garnelen mit Halloumi und Maultaschen habe ich noch nie gegessen. Ich habe das Gefühl, das riecht irgendwie wie immer. Also immer alles gleich. Ja. Es riecht irgendwie wie immer und das macht mir richtig aber es riecht so lecker. Ja, oder? Ja. Ich finde auch. Weißt du, was ich meine mit das riecht wie immer? Bin gespannt, ob man es rausschmeckt. Ja. Wir probieren einfach mal. Okay. Wow. Also Halloumi ist schon derbe trocken, ne? Ja, aber das war schon von Anfang an so. Womit sind die Maultaschen überhaupt gefüllt? Boah, wie hart sind die Tüten? Mit Gemüse. Es schmeckt auf jeden Fall nach Kokos. Aber es schmeckt gut. Man kann es essen, das war ja das Ziel. Echt? Ich habe schon mal irgendwas Ekliges gekauft. Irgendwas, was da drin ist, schmeckt wie bei den letzten Mal. Ich habe auch irgendwas Ekliges gekauft. Das sind die skeptischen Leute. Die Hungrigen essen einfach und merken. So ich habe auch was Ekliges gekauft. Was? Ich weiß nicht, was. Und das stinkt auch, wenn man aus der Nase ausatmet. Ich finde es lecker. Wer redet nicht mit? Das also ich schmecke schon mal keine Schokolade. Oder nochmal Schokolade, damit es unverdächtig ist. Eigentlich schon, aber die sind, glaube ich, nicht. Hier ist ein Gewürz drin wieder. Hab schon wieder drauf gekauft. Aber auf was? Die waren ja auch halb fertig, glaube ich. Ne? Aber irgendwie schmeckt das lecker. Also ich muss sagen, ich dachte, Kokosmilch und Pesto wird nicht schmecken. Aber schmeckt besser als gedacht. Ich frage mich wirklich, was hier drin ist, was nicht, was der Imposter gemacht hat. Ja. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich will es auch nicht wissen. Also optisch ist es mal wieder schon 1A, würde ich sagen. So wie die ganzen letzten anderen Gerichte. Der Reis ist sogar noch leicht bissfest. Ja. Ich dachte, der wird safe verkocht sein, wenn so viele Männer und Frauen am Berg sind. Ja, aber nein. Deswegen hast du es auf Stufe 13 gemacht? Es ist heute echt schwer. Aber ich finde es nicht lecker. Aber ich glaube, ich fand noch nie irgendwas lecker. Aber du fandest noch nie irgendwas lecker hier. Ist auch nicht lecker, nicht mehr. Die letzte Mal war lecker, fand ich. Aber diesmal, ich finde es super, bin ehrlich. Ich finde es auch sehr lecker. Ich finde echt, es könnte fast schon ins Kochbuch. Oder? Krass, das ist eine Beleidigung fürs Kochen. Das nehme ich nicht so an. Oder eine Beleidigung für einen Imposter. Ich bin da nicht gut genug für. Oder ein Kompliment für einen Imposter, weil es halt nicht so auffällt, dass das. Ja. Ich finde es schmeckt richtig lecker. Das werden wir gleich sehen. Reis und Maultasche, das kommt sehr gefährlich irgendwie. Das kommt gar nicht. Die sind lecker, diese Dinger. Aber es passt nicht. Es passt nicht. Das war dein Move, ne, Mandy? Aber das wollte ich auch noch sagen. Nochmal. Ich glaube, wir haben heute sehr viel verraten, was jemand für einen Schritt gemacht hat, beziehungsweise angedeutet. Aber irgendwie wissen wir trotzdem nicht, wer der Imposter ist. Nee, trotzdem wissen wir es nicht. Das stimmt. Ja, dann müssen wir abstimmen. Ja. Okay. Jetzt wird einmal abgestimmt, was alle glauben, wer der Imposter ist. Wenn der Imposter die meisten Stimmen bekommt, hat er verloren. Wenn irgendein anderer die meisten Stimmen bekommt, hat der Imposter gewonnen. Also, wie schon gesagt, ist es heute mega schwierig. Aber mein Tipp geht irgendwie auf Arman. So, letztes Mal hast du mir nicht
Lecker. Aber weil er sagt, er kann nicht kochen und ich glaube, er hat sich gar nicht getraut, irgendwie was zu versauen, weil heute ist nicht so viel passiert und es war echt schwer, irgendwie zu gucken. Ich hatte kurzzeitig auch auf Oscar getippt. Ich tippe jetzt auf Arman. Boah, also Arman hätte ich niemals ins Visier genommen. Es passt für mich vorne und hinten nicht, was hier heute passiert ist. Ich finde, das ist mit die beste Imposter-Geschichte der Reihe. Deswegen gibt es für mich wieder nur Oscar als Indiz, dass er das gewesen ist, weil er dazulernt. Das wäre sein drittes Mal Imposter und er lernt langsam, der Junge. Okay, ist meine Beschuldigung, na gut. Ich muss Steven nehmen. Spaß. Für mich, ich glaube auch, es ist Oscar, weil er versucht sich zu steigern. Die letzten Male wurde er eiskalt gecatcht und diesmal versucht er alles ein bisschen unauffälliger zu machen. 100%. Er muss es wieder gut machen. 100%. Okay. Ich glaube völlig, keiner wird damit rechnen, aber ich glaube, es ist Mandy. Oh. Weil diese Kombination aus Kokosmilch und Maultasche, es schmeckt jetzt geil, okay? Das fand ich irgendwie, ich fand es komisch. Das habe ich ja bei Mandy letztes Mal gehofft, dass sie aus etwas, was man nicht denkt, was Geiles macht, da hat sie mich enttäuscht, aber diesmal ist sie das nicht. Aber ich finde, das ist. Das war einfach fantastisch. Ich wüsste gerne, was drin ist. Was lecker. Okay. Na gut. Und. Ich also, nehme mich selbst. Haben wir die Entscheidung? Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Ich habe keinen Indiz, aber ich will nicht nochmal auf meine Frau reinfallen. Deswegen sage ich auch Mandy. Ich glaube irgendwie, sie ist es diesmal wieder. Sie hat unpassende Sachen für mich gemacht, falls sie es war. Vielleicht war es auch jemand davor, aber ich glaube Mandy. Und deswegen haben wir Gleichstand 2-2 zwischen mir und Mandy. Das heißt, wir müssen uns jetzt einig werden. Ihr müsst euch entscheiden. Jetzt haben wir ein Stechen. Ich nicht. Ich habe doch auch für Mandy gestimmt. Ja, aber du kannst dich ja noch umstimmen jetzt. Wir beide haben auf Oscar gestimmt. Ach so. Wir müssen uns einig werden. Also ich sage, ich kann das begründen. Bist du es? Nein. Hä? Aber ich sage, es könnte Mandy sein, weil Mandy immer so ein großes Herz hat und ich immer will, dass das zu scheiße schmeckt. Checkt ihr? Ich hab's jetzt. Ja? Ich sage, es ist egal, weil ich bin der Imposter. Yeah. Ja! Ja! Ich hab verloren. Ja, ich hab auch ja, das was? Ich konnte das nicht aufessen. Du hast uns so gegessen. Was ist denn da drin? Also erstmal, beim Reis ist richtig viel Mandelmus drin. Ich habe da locker 3 Löffel Mandelmus reingemacht. So lecker. Dann bei den Maultaschen habe ich Honig reingemacht. Und dann habe ich, was war das nochmal? Dieses Gewürz. Kreuzkümmel irgendwas? Ich habe richtig viel Kreuzkümmel bei der Soße reingemacht. Könnt ihr das essen? Das ist so lecker geschmeckt. Ich hab die Garnelen, man konnte sie nicht ertappen. Anstatt Garnelen habe ich Essig. Weil er mir Handschläge und so oben gemacht hat. Das war so schlau von ihm. Er hat uns so verarscht. Ja, ich dachte, du kannst auch nicht lügen. Du warst so locker. Ich hab ja nicht gelogen. Ich war die Einzige, die auf ihn getippt hat. Ja, das war schlau. Aber ich bin irgendwie ist das Gericht trotzdem lecker geworden. Ja, bin ehrlich. Ja, das soll ja auch schmecken. Ihr seid aber trotzdem so ekelhafte Menschen, die keine Geschmacksnerven haben. Sind da noch Maultaschen, Digga? Ja. Lecker geschmeckt. Trotzdem hat Arman uns erfolgreich hochgenommen und das Essen erfolgreich sabotiert, ohne dass wir es gemerkt haben und ihn nicht verdächtigt haben. Ja, weil auch so viel unnötige Scheiße. Es ist schwer. Ich bin der Einzige immer, der ertappt wurde, sogar zweimal. Schaut gerne dazu die letzten Folgen, falls ihr sie verpasst habt. Aber Arman? Ja, danke. Auf jeden Fall könnt ihr auch gerne die anderen Spieler abonnieren, auch den Kameramann. Heute möchte ich auch Dodos Video weiterleiten, denn es geht weiter mit einer Imposter-Runde. Und zwar hat es noch keinen Namen, aber es wird irgendwas wie Lebensmittel-Imposter sein. Wenn ihr so ein Format mögt, würdet ihr das auch mögen. Schaut gerne vorbei, schaut auch in die Videobeschreibung. Für meine Supplements von Prozis, Holy, die besten Getränke und natürlich unsere Casano-Küchenartikel, vor allem die schärfsten Messer, mit denen ich mich hier komplett rasiert habe. Ich habe mich auch geschnitten heute. Also, bis dann. Haut rein. Ciao. Tschüss.